Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Grunhoff. Wir schauen uns jetzt die Map Waldstätten an, Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modding-Team Sosi. Gibt es neben PC und Mac für nicht weiter für die Konsolen. Kurzarbeit, nein, gibt's nur für PC und Mac, meine Hübschen. Ihr braucht keine zusätzlichen Mods, um auf der Karte spielen zu können. Einfach runterladen und Spaß haben. So, Waldstätten ist eine Vierfachkarte. Wie man unschwer erkennen kann, wenn wir erstmal die Hardfacts dazu nehmen. Es ist eine RP-Karte. RP für die, die das noch nie gehört haben, Roleplay. Also sprich, die Karte ist extra darauf basiert, neben der Landwirtschaft auch noch viele andere Aktivitäten zuzulassen. Wie man es vom Sosi Modding Team in dem Fall kennt, ist hier zum Beispiel ein spezielles Feature da, dass es hier Einsätze gibt. Feuerwagen, Rettungswagen, Krankenhaus, Rathaus, Feuerwehr, Polizei, habt ihr alles nicht gesehen. Es gibt Unfälle, die aktiviert werden können, Einsätze, die ihr spielen könnt und so weiter und so fort. Neben dessen Ganzen machen wir aber erstmal einen ruhigen. Wir haben in dem Sinne keine Multifrüchte, was das Anbauen auf dem Acker angeht. Wir haben aber Multifrüchte in den Produktionen selbst drin. Wir haben 205 Felder. Die Feldergrößen sind meist klein bis mittel. Große Felder finde ich jetzt hier aktiv nicht mit drauf. Wir haben Standardproduktion und Custom-Produktionen. Die Custom-Produktionen zeichnen sich in dem Sinne aus, dass wir hier eine Art Kieswerk mit haben, wo wir dann Asphalt, Beton, Kalkstein, Kies, Sand, Zement, Flusssand, Steinpulver und Mutterboden, gut, das ist eher jetzt für einen Komposter, aber egal, ne, wo wir da dementsprechend auch Custom-Produkte mit raus bekommen, die wir auch hier aktiv verkaufen können. Wir haben einen Zug auf der Karte, den ihr auch aktiv bespielen könnt. Ihr seht hier an den Rändern, gibt es die Ausfahrten, ne, Mittelberg, Buchen und so weiter und so weiter. Also sprich, das sind dann externe Verkaufsstellen, genauso wie ihr hier seht, wie wir den Zug anbieten können. Die Karte ist für einen Multiplayer gänzlich gedacht. Ihr könnt es natürlich auch im Singleplayer spielen, aber für Multiplayer bietet das Ganze hier bis zu 5 Höhen. Oder 5 Höfe generell mit dazu. Ihr seht hier die einzelnen Elemente, die ich gekauft habe. Das gehört euch auf einfach hier schon mal standardgemäß. Das ist der Haupthof in dem Sinne mit Feld 100 und Feld 98. Das hier ist eine BGA, das ist ein Hof, hier haben wir einen 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 Hof. Ne? Wenn ihr die Höfe aktiv benutzen wollt, müsst ihr sie vorher natürlich kaufen. Dann erscheinen auch dementsprechend erst die Icons hier mit dran. Zum Thema Einsätze, wir haben 30 Einsätze, die wir auf der Karte aktivieren können. Das geht von Verkehrsunfällen über Brände, über Hochwasser und sonstiges, was wir zum Beispiel auch schon auf der Mittelbergkarte kennen. Im 19er, die ja von Sosi rauskam, ihr erinnert euch dran, die Vielfalt haben wir hier auch. Auch schon mal mit vorweggeschickt, ich kann euch hier nicht alles zeigen. Das würde den Zeitrahmen sprengen in unvorstellbaren Formmaßen, deswegen nur so das Grobe. Das Schöne ist aber, ihr könnt hier so viel entdecken, das macht sehr, sehr viel Spaß. Generell starten wir hier im Zentrum des Ganzen, in der Nähe des Rathauses. Und dann seht ihr ungefähr schon, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt oder warum das Ganze auch Roleplay-Karte heißt. Ihr seht, wir haben neben den, ich nenne es mal Stadtzentrum hier, auch noch kleinere Gebiete, wo auch das Ganze ein bisschen städtisch veranlagt ist. Und für Roleplay ist das hier halt hier bestens geeignet. Wir haben eine sehr hohe Gebäudedichte. Das sind auch alles die Standard-LS22-Gebäude, die wir hier haben. Wir haben aber auch extrem viele Custom-Gebäude. Unter anderem dieses wunderschöne Rathaus hier, was nicht nur von außen so toll aussieht, sondern dementsprechend auch begehbar ist. Und das gilt für extrem viele Custom-Gebäude hier auf der Karte. Also wir können das Rathaus hier einmal komplett betreten, wir können die Türen hier aufmachen. Ne, ihr seht das Ganze hier alles in dem Falle mit dabei. Mal kurz hier den Flugmodus deaktivieren. Ihr könnt euch ja drinnen umsehen, ne, könnt da reingehen, könnt das Ganze halt bespielen. Das, was halt Roleplay-Spieler in dem Sinne so brauchen. Ne? Das ist einmal hier alles voll drin. Auf der Karte sind dann solche Items, also solche Sammelobjekte verteilt, in dem Falle Sosis hier genannt, was ihr mit benutzen könnt. Ihr seht auch hier, die Brandmeldeanlage kann ich einfach mal aktivieren. Ne? Also typisch RP halt, ne? Alles größtenteils möglich anklickbar. Natürlich hat nicht jeder Aspekt von alles, was hier irgendwie irgendwo zu sehen ist, eine Funktion, das ist klar. Aber es ist schon extrem viel bespielbar.
Ne? Das ist so oder ist so der Fall. Ne? Und ihr seht, das Ganze ist auch recht weitläufig hier. Ne? Man kann überall in jegliche Ecken, irgendwo hier, da ein Büro, dort ein Büro, ne? Hier so ein Eckbüro mit drin. Es ist halt riesig. Ist halt, wie gesagt, für RPler bestens mit geeignet. Licht haben wir natürlich auch mit da dran. Sofern ihr hier Lichtschalter an- und ausmacht, ist das Ganze natürlich auch noch mit beleuchtet. Aber ihr seht, wenn wir alleine dieses Gebäude in seiner Fülle durchgehen, da sind wir alleine da schon 10 Minuten beschäftigt. Diese Icons hier werden euch in der Map öfters begegnen. Das sind Interaktionspunkte für einfach Dinge, für Unfälle, also für Einsätze oder einfach hier eine Sirene, um eine Sirene anzuschalten. Dauert ein bisschen. Ne? Und dann habt ihr halt dementsprechend dort eine Sirene. Ne? Schön, 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 schön. Das ist hier in dem Sinne das Rathaus. Dann haben wir hier drüben, da geht es gleich weiter, ein Krankenhaus. Was natürlich in dem Fall auch voll bespielbar ist. Könnt ihr das Ganze einmal hier öffnen. Ne? Seht, könnt ihr die Dinger wiederum aufmachen. Dankeschön. Kommt dann hier in den Schockraum. Na, also alles vollständig bespielbar. Bei manchen Gebäuden ist es die erste Etage, also das Erdgeschoss. Bei manchen könnt ihr auch das Obergeschoss mit nutzen. Das ist recht unterschiedlich, aber alles hier mit dabei. Ihr seht zum Beispiel, wir können hier einen Aufzug, wir können den nutzen. So, kommt dann dementsprechend auch einmal dann hier mit hoch, ne? Sofern er es möchte. Mahlzeit. So, jetzt geht der Aufzug einmal hier nach oben. Sehr schön. Und jetzt sind wir halt in der obersten Etage. Könnt ihr euch auch wieder rumbewegen. Also, alles das mit dabei. Natürlich habt ihr auch eine Brandmeldeanlage hier. Na, auch das in dem Falle. Hallo, dankeschön. Auch das alles in dem Falle ja kein Problem. Also, von daher alles schick schön. Das zum Thema Krankenhaus hier in Kürze. Na, kommt er oder kommt er nicht? Will er nicht. Will er nicht, will er nicht, will er nicht. Gut, dann machen wir einmal kurz den hier, denn ich weiß, viele wollen auch erstmal Landwirtschaft sehen, bevor wir zu den ganzen anderen Dingern kommen. Das ist einmal hier unser Stadthof, der uns von Anfang an mit gehört. Ihr habt natürlich Unterstellhallen, alles mit dabei. Ihr habt Startequipment, ebenfalls auf einfach mit dabei, was auch schon recht gut ist. Ihr seht hier die Tierstelle, auch mal ein anderes Design so von außen hier mit dran. Ne? Könnt ihr natürlich auch einmal hier öffnen. Na, kommt er hier rein, Lelly-Roboter, alles mit dazu, Silos und ansonsten 3 Millionen Unterstellmöglichkeiten, alles hier mitgegeben. Das Ganze mal 5, die Höfe sehen natürlich in dem Sinne auch nicht alle gleich aus, sondern jeder Hof hat auch so seine eigene Funktion. Wir haben zum Beispiel einen Lohnerhof, der ist hier in der Mitte gewesen, wo ist er? Hier. Ne, so Landhandel, Lohnerhof, Landhandel, wo dann Komposter mit draufsteht, Düngerproduktion und sowas. Wir haben dann hier unten zum Beispiel einen Hof, der ist für Schweine gedacht. Dann haben wir noch einen anderen, der ist halt so für Schafe gedacht. Ne? Also jeder Hof hat halt so seine eigene Aufgabe, ne? seinen eigenen Standpunkt selber, was da so gemacht werden soll. Ne? Silos und Co. alles mit dabei. Und die Höfe sind an sich auch gar nicht so groß. Ihr seht, das ist hier bei denen zum Beispiel schon recht übersichtlich gehalten. Ne? Aber halt vollkommen ausreichend. Und davon halt 5 Stück insgesamt mit auf der Zahl. Es gibt natürlich KI-Verkehr, versteht sich, ne? Ist natürlich alles in dem Fall hier mit dabei. Ihr seht, hier ist noch ein Hofladen mit dazu, da könnt ihr auch mit rein, ne? Könnt ihr drinnen da ein bisschen mit rumgehen. Also auch alles sehr auf RP getrimmt in dem Falle. Ne? Und teilweise auch hier Grafiken da mit dazu, hier mit Hygieneregeln, hier 2G und alles. Ne? Also auch so ein bisschen auf die aktuelle Dings mit angepasst, um das so realistisch wie möglich zu halten. Ne? Das ist in dem Falle hier der Biohof, wo wir uns hier mit gerade drauf befinden. Ansonsten, wir haben relativ hohe Höhenunterschiede in der Karte mit drin. Also es gibt so eine Art Zahl, nenne ich es mal, und so ein bisschen gebirgemäßig mit dazu. Wir haben natürlich KI-Verkehr, der hier mit rumfleucht. Bei einer Vierfachkarte, ne, kann immer mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr generell sein. Hier haben wir dann diesen Lohnerhof, nenne ich es jetzt in dem Fall einfach mal, ne, wo halt die Düngerproduktion und Co. und alles halt hier mit dabei ist. Ne. Kann nur Landhandelhof sein, whatever. Ne. Kann man den, wie man will. Aber ihr seht, das Ganze hier ist halt extrem viel davon mit dabei, was wir jetzt auf den ersten Standardhof halt nicht haben. Dafür haben wir auf den anderen Hof wiederum eben dann Schweine oder Schafe oder halt hier mit dazu. Das Ganze, wie gesagt, habe ich schon am Anfang gesagt, ist eine Vierfachkarte. Also sprich, wenn ihr hier von A nach B wollt, zieht sich das schon eine ganze Weile. Ne? Also da müsst ihr definitiv ein bisschen dran setzen. Es gibt ab und zu auf den Karten hier, ich habe es jetzt selten in dem Falle gesehen, sowas. Das sind Einsatz-Icons.
Die zeige ich euch nachher noch mal in der Stadt. Die sehen ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht, ob das hier in der Mauer so drin sein soll. Aber egal. Wenn ihr da rangeht und dann einmal die Taste X drückt, aktiviert ihr einen Einsatz. Und ihr seht, dann fängt das Ding halt einfach mal an mit Brennen. Ne? Das ist natürlich eher was für, ne, für Roleplay-Leute, ne, die dann halt mit Feuerwehr und Polizei und Tatütata und Tralala fahren wollen. Kleiner Tipp dazu, SOSI, also SOSI-Modding, macht viel in der Blaulichtszene, also ab nur Feuerwehr, Polizei oder whatever. Also wenn ihr da Blaulicht-Mod sucht, sucht mal bei Google SOSI-Modding, also SOSI-Modding, und schaut euch bei den Jungs mal um. Die machen relativ geile, also was ist relativ, ne, die machen schon geile Mods in dem Bereich. Die sind da eigentlich mit einer der bekanntesten dafür, die das halt machen, falls ihr da den Aspekt sehen wollt. Oder beziehungsweise, wenn ihr da Fan im Endeffekt davon seid. Ne? Deswegen, Thema Felder. Das Schöne ist, es ist so gut wie nichts quadratisch praktisch gut. Es gibt quadratisch praktisch gut, klar, bei über 200 Feldern, 205 sind es ja insgesamt an der Zahl, geht das sich auch gar nicht aus. Aber ihr seht, die meisten sind irgendwie ein bisschen abgerundet, ein bisschen schräg, ein bisschen hier, ein bisschen da. Dass da schon ein bisschen mehr Abwechslung generell mit reinkommt. Und das ist schön, dass da noch so vorweggeschickt. Wir switchen mal hier so in die Richtung und machen mal hier. Will er mich nicht switchen lassen? Nee. Da will mich ja gar nicht switchen. Ah, ja, wunderbar. In die Richtung. Mal Richtung BGA, die ja noch nebenbei mit erworben werden kann. Wie gesagt, ich kann euch hier noch einen groben Einblick geben. Ohne dass das den Zeitrahmen extensiv sprengen wird. Das ist ja zum Beispiel dann die BGA. Ne, da kriegt ihr auch ein bisschen was für euer Geld. Ne, ihr habt ein riesen Gelände mit dazu, wo ihr das Ganze hier einmal auch mit abgeben könnt. Das ist ein Megawatt-Dings. Ihr habt dann hier noch Unterstellmöglichkeiten mit dazu. Und generell halt auch einfach Fläche, um Fahrzeuge abzustellen, um das Ganze aktiv zu bespielen. Ihr habt sogar Parkplätze. Das werdet ihr an vielen Stellen finden. Viele Gebäude, auch die Wachen und alles, haben immer extrem viele Parkplätze vor oder hinter dem Gebäude. Ne, dass das halt so fürs RP ganz schnuckelig mit angelegt ist. Es gibt natürlich für die Forstleute auch Forstgebiete. Also ne, spezielle Wälder, wo ihr Bäume damit fällen könnt, die ihr dann wiederum zum Sägewerk schaffen könnt. Ihr seht, hier hinten ist so eine, ja, ich nenne es mal so eine gewisse Outlaw-Region, ne, wo das alles dann so halt ein bisschen bergig ist. Hinten ist dann aber auch schon Map-Ende. Zum Map-Ende muss man aber auch noch dazu sagen, das ist in dem Falle schön gemacht. Das ist dadurch, dass es so weit nach hinten gesetzt ist, wirkt die Map nochmal einen Tick größer, wie sie eigentlich ist. Man merkt zwar, hier ist halt Ende, ne, und das stürzt so nach unten, aber das ist clever gemacht. Muss man wirklich sagen. Also wenn man jetzt so stinknormal einfach hier so nach unten ist, ne, denkt man, Alter, das geht noch ewig weit nach hinten weg. Und das vergrößert das Ganze nochmal, was natürlich sehr gut zur Atmosphäre beiträgt. Ne? Also von daher auch da schön gelöst, sehr elegant gelöst. Sieht man in dem Falle selten. Deswegen wunderbar. Wir bewegen uns mal hier weiter Richtung Norden, denn hier sind wir. Wir müssen hier ein bisschen weiter runter. Da haben wir nämlich so diese zweite Stadt oder das zweite Dorf, je nachdem, wie man es sehen will. Hier ist dann nämlich auch ja, die Bahnstrecke, die hier mit verlegt ist, wo ihr, wie gesagt, die auch nutzen könnt. Also ihr könnt Züge in dem Falle nutzen. Wir haben dann hier den Bahnsteig, der ist aus dem Alpine DLC, beziehungsweise aus der Alpine Map, die ja um 22er hier mit dabei ist. Wurde aber custom-mäßig trotzdem nochmal hier dem Stelle ein bisschen mit aufgehübscht, ne? Aber ihr seht, diese Werbung, dieses Lecce Chocolaté, ne, kommt halt in dem Falle hier von dort. Und hier haben wir zum Beispiel so einen weiteren Einsatz, ne, so eine Art Baustelle, die hier ist, kann ich einen Einsatz in dem Falle hier mit aktivieren. Und ihr seht, dann brennt hier einmal zum Beispiel der Mülleimer an der Haltestelle. Und davon gibt es 30 Stück insgesamt auf der Karte. Ne, also sollte für jeden was dabei sein. Hier haben wir die Custom, die Standardproduktion in dem Falle hier, Zuckermühle, hier und da ein Tralala, was da alles mit verlegt ist. Ihr seht die Gebäude hier, die aus den Alpin-Dingen wiederum kommen, die hier mit verwendet worden sind. Ja, also alles schön mit genommen. Das spart natürlich auch Ressourcen, weil man nicht 3 Millionen Custom-Gebäude irgendwo mit reinsetzen muss, die vielleicht nicht so krass optimiert sind, ne? Also auch da alles genommen. Überall Verkehrsschilder hier, da. Es wirkt jetzt hier gerade leer, es ist aber, je länger ihr spielt, desto, ich sag mal, intensiver wird, weil der KI-Verkehr muss sich halt erst verteilen, die KI-Leute müssen sich halt erst verteilen, deswegen da nicht abschrecken lassen, dass das hier so leer wirkt, das kommt alles erst mit der Zeit. Hier haben wir zum Beispiel noch einen Einsatz, ne? Brennt halt einfach mal hier so ein Tanker, das spawnt dann halt in dem Falle alles. Und das ist halt alles schön separat an- und abschaltbar. Ist natürlich top für RP-Projekte, ob nur auf YouTube oder auf Twitch oder whatever. Na, auf YouTube, wo wir eher, eher mehr, würde ich sagen, ne, weil da kann man das wegschneiden. Aber ja, ne, zum Beispiel haben wir auch einen Einsatz, dann brennt hier um, die hier brennt das Ding. Ne, kommt da schon der erste KI-Auto mit vorbei. Ne, wie gesagt, 30 Stück insgesamt.
Und ihr seht, die Städte sind wirklich in dem Falle hier schön mitgemacht. Ja, schön mit Kreisverkehr. So ein bisschen Neubaugebiet mäßig, wo hier gearbeitet wird. Auch hier sind dann Einsätze mit dabei, dass hier irgendwas ist. Die Baustellen selber, hieß es so in der Beschreibung, die sind auch veränderbar. Zugegebenermaßen war jetzt in dem Falle ebenfalls für mich nicht ersichtlich, wie genau. Ich schenke euch aber noch einen Link, beziehungsweise der Download-Link zur Map ist eine eigene Seite. Und da wird das dann auch nochmal alles mit ein bisschen beschrieben. Vielleicht werdet ihr draus schlauer, ich wurde nicht draus schlauer. Es soll auf jeden Fall irgendwie bearbeitbar sein. Ich gehe mal davon aus, dass man Dinge, die wir hier in dem Fall haben, ne, Zement, bla, dass man die anliefern kann und dann baut sich das halt irgendwie so auf. Jetzt rein spekulativ, aber wenn die, wenn Susi hier das Ganze sieht, kann, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Jungs, wäre ich euch in dem Falle sehr verbunden, bevor ich hier was Falsches sage. Nun, und das Ganze zieht sich halt hier von A nach B, von C nach D. Wie gesagt, die Standardproduktion ist selber hier mit dazu. Unten, also in der ersten Stadt nenne ich es jetzt einfach mal, hier haben wir zum Beispiel dann, ne, ihr seht es auch wiederum, einen Hof, der in dem Falle hier mit gekauft werden kann. Ne, zack. Und sobald ihr das kauft, seht ihr, habt ihr dann hier einmal den Kuhstall mit Werkstatt und dann habt ihr auch die Icons, die ihr hier alle mit benutzen könnt mit dazu. Ne? Das ist halt immer wichtig, ihr müsst halt kaufen. In der ersten Stadt da unten, um weiter meinen Gedankengang fortzuführen, da habt ihr dann, wie gesagt, auch die Wachen. Es gibt generell mehrere Einsatzwachen, die überall auf der Karte halt mit verteilt sind. Da im Groben zu sagen, wie gesagt, ihr könnt in alle Wachen reingehen, könnt die halt bespielen, könnt da Interaktion mit ausführen, ob nur die Brandmeldeanlage oder hier oder da. Also, wenn ihr die Mittelberg-Karte noch vor Augen habt, die ich im 19. Jahr vorgestellt habe, ne, das gleiche, aber das ist das gleiche, das Grundprinzip, ne, wo der Susi dran gegangen ist, das findet ihr hier auch dementsprechend wieder. Und das ist halt wirklich extrem umfangreich. Ja. Da seht ihr zum Beispiel hier eine Baustelle, Einsatz aktivieren, könnt ihr halt hier eine Baustelle spawnen lassen. No, einfach so. Und könnt dann dementsprechend euer RP-Gedöns da halt da mitmachen. Ne? Also ist halt wirklich eine sehr, sehr intensive Karte, was das Thema in dem Falle hier mit angeht. Wie gesagt, ab und zu solche Waldgebiete hier, die sind relativ offen, muss man mit dazu sagen. Aber ja, ihr habt natürlich auch hier so eine wunderschöne Autobahn, die sich einmal um das Ganze hier drum zurt, weil ihr merkt, selbst so eine Vierfachkarte hat ja ein bisschen Platz dafür, obwohl das hier eher im Süden ist, die sich da einmal hier unten so mit ranschmögert. Wie gesagt, auch die wirkt jetzt hier aktuell noch leer. Wie gesagt, der KI-Verkehr muss sich halt auch ein bisschen verteilen. Kann auch sein, dass mit weiteren Updates dann später das Ganze nochmal ein bisschen, ja, aktiver in dem Falle hier mit gemacht wird. Ihr seht, dass hier unten die Fläche könnt ihr in dem Falle nicht kaufen. Auch das hier nicht, ne? Alles schon vorher ausprobiert. Das ist dann alles so reine Dekoration. Aber auch, wie gesagt, hier Autobahn. Wie man das Ganze auch schon von der Mittelberg-Karte halt in dem Falle kennt, auch hier wieder mit dabei und vor allen Dingen riesig. Aber das ist halt der Vorteil an der Vierfachkarte, ne? Ist halt in dem Falle so mit dabei. Nun, es gibt noch viele, viele, viele weitere Aspekte auf dieser Karte, die sehenswert sind. Sei es nur das Kalkwerk, wo ihr auch dann dementsprechend den Zement, den Asphalt das und alles in dem Falle da mit rauskriegt und produzieren könnt. Oder seien es noch die anderen Einsatzwachen, die es dementsprechend gibt. Die anderen Höfe, wie gesagt, wir fliegen ja gerade wieder über einen drüber. Oder. Das ist eine, ich wiederhole mich in dem Falle, eine Vierfachkarte, die vollgepackt ist mit Features an jeder Ecke und irgendwelchen Tätigkeiten oder Interaktionen, die ihr damit tätigen könnt. Deswegen guckt euch das Ganze mal an, wenn ihr dafür zu begeistern seid, weil, wie gesagt, ist halt relativ RP-lastig, aber, das muss man auch dazu sagen, im Vergleich zum Beispiel zu der Mittelberg-Karte, die, ich glaube, ihren Hauptfokus auf RP gelegt hat, habt ihr hier so eine, sagen wir mal, eine gute Mischung. Ihr habt über 200 Felder, die ihr beackern könnt, und so, selbst wenn ihr mit Roleplay nichts anfangen könnt, mit Feuerwehr, mit Rettungsdienst oder whatever und alles sagt, ach komm, lass mich in Ruhe, habe ich keinen Bock drauf im LS, könnt ihr die Karte trotzdem aktiv bespielen, weil halt hier auch mehr darauf geachtet wird, dass hier mehr Ackerbau ist. Ich glaube, das war so eine kleine Kritik, die es an der Mittelberg-Karte generell daran gab, dass es jetzt nicht so viel im Ackerbau gegeben hat. Das habt ihr jetzt hier auf der Map, also auf der Wald, auf der Waldstätten, in dem Falle gar nicht mehr. Und das ist ein guter Kompromiss. Ne? Hier können normale, ja, LS-Spieler, also normal, ne, ihr wisst, wie ich es meine, also ne, Standard-Acker, Acker-Liebhaber können hier ihren Spaß haben, genauso können hier Roleplay-Spieler ihren Spaß mit haben.
Jetzt sind wir hier in dieser Kalkregion, in dieser Mine, in dem Falle da mit dabei. Und das ist Tobi. Ne? Also ihr könnt euch das Ganze kaufen. Rabem, dann habt ihr hier Kalkproduktion, Zementwerk und so weiter und so weiter. Ist dann natürlich auch hier drin in dem Fall alles mit dabei, ne, was ihr hier für Zement braucht. Kies, Sand, Kalk, Wasser, Steinpulver, Zement in dem Fall heraus. Ne, Steine, Wasser, Kalk, Kalk, Stein, Kies kommen dann raus, ne, und so weiter und so weiter. Also das ist auch da alles im LS22 Standard-Dings mit integriert, ne, ohne Frage. Ja, und dann könnt ihr euch ja austoben. Entdeckt die Karte, wie gesagt, ist jetzt nur ein grobes Ding, um euch so einen groben Überblick zu geben, könnte das was für mich sein oder nicht. Und den Rest, ne, den schaut ihr euch in dem Falle selber mit an, weil glaubt mir, es lohnt sich. Weil gerade hier, ihr könnt euch vorstellen, wenn hier Schnee liegt, ne, ist eine tolle Sache. Jetzt kommen wir noch zum restlichen Aspekt. Einmal A, den Lock und einmal B, die Größe der Karte bzw. die Performance der Karte. Und da muss ich auch wiederum ein Lob aussprechen. Thema Lock, ihr seht, ich bin jetzt ja natürlich immer drüber geflogen, Shader Cache zu laden. Ne? Ist klar, solltet ihr auch tun, was den Shader Cache angeht. Und jetzt einmal dann hier, um zu gucken, was Phase ist. Und jetzt, um einmal euch das vorzustellen. Ihr seht, ich habe jetzt in dem Fall hier keinen aktiven Fehler gefunden. Natürlich können bei 30 Custom-Einsätzen, bei Custom-Produktion und allgemein bei der Größe irgendwo Funktionsfehler auftreten. Sollte das auftreten, die Seite, wo ihr euch das Ganze dann downloadet, ne, wo es dann hingeht, die haben auch Discord und alles mit verlinkt. Geht da hin, meldet Sosi und dann werden sie es fixen, wenn es ein aktiver Fehler ist. Thema Map-Performance ist top. Liegt auch daran, die Karte ist extrem krass optimiert. Wir reden hier von ca. 680 MB, Pi mal Daumen. Und da muss man sagen, für eine Vierfachkarte mit dem ganzen Inhalt ist das wirklich top. Also, sagen wir mal so, Standard wäre das jetzt über ein Gigabyte gewesen. Wir sind hier bei 600 MB, also 700 MB. Ne, sagen wir mal so, runden wir mal auf. Bei 700 MB und da muss man sagen, top Arbeit. Da wurde sich mal dran gesetzt und wirklich optimiert. Deswegen, gut, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, alle Renne. Tschüssikowski. Tschüss.